Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Und wer kennt denn die Kiste? Wer kennt die Kiste? Macht mal bitte alle in den Kommentaren einen Daumen nach oben, wer diese Kiste kennt. Und wenn ich da so rüberschwenke, ich muss noch fragen, ob ich die Nummernschild da unkenntlich machen muss, und diesen Typ seht, ja, das ist nämlich Outcast Cruiser, Firma Dennis, wie Anton immer sagt. Link da oben. Ja, also wer den noch nicht abonniert hat, macht mal, weil der macht nämlich richtig geile Schraubervideos und der tüftelt und bastelt. Und von ihm habe ich mich eigentlich anstecken lassen. Und wir haben jetzt mit dieser Karre ein kleines Problem. Die geht spontan einfach mal in den Notlauf. Und wir wollen mal durchchecken und gucken, ob wir den Fehler vielleicht finden. Wenn wir den Fehler nicht finden, haben wir trotzdem viel Spaß. Gut, wir werden jetzt mal runter, rennen in der Garage und dann werden wir mal einen Plan machen. Also ihr seht ja gleich in der nächsten Szene, was passiert, wa? Achso, hier müssen wir Urlaub machen, wa? Also bis gleich. Der Schalthebel ist aber nicht original. Und der Frontbumper, der steht auch ganz schön weit raus. So, der Auspuff ist jetzt auch leise. Hier, mein Ass. Werkzeug. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal eine Vorstellung von einer Sportsman, die extrem umgebaut wurde. Und die Kiste ist von Outcast Cruiser. Verlinke ich mal da oben den Kanal, wer den noch nicht hat. Ja, einfach mal raufklicken und mal gucken, was der schön gemacht hat an deiner Kiste. Und ich darf die heute mal vorfahren, weil die hat ja so einen kleinen Fehler, der ab und zu einfach mal kommt. Und der kommt einfach nicht. Und deswegen habe ich gesagt, komm, machen wir mal eine kleine Fahrt, testen die Kiste mal und schauen sie uns mal genauer an. Gut, also erstmal ruf, anschmeißen und dann geht's los. Schöner Schalthebel, wa? Und guckt euch mal, wie leichtgängig die Schaltung geht. Also die geht bei Polaris auch. Ja? Cool. Bei 2760 Umdrehungen geht es in den Rückwärtsgang. Man muss dazu sagen, er hat hier die Sportsman ein bisschen modifiziert. Und zwar, fangen wir mal an, was er zuerst gemacht hat. Er hat erstmal das Klatschkit eingebaut von Dalton, oder wie das heißt. Verlinke ich mal, wie er das eingebaut hat. Das kommt viel später. Dann hat er das komplette Getriebe untersetzt. Also er hat jetzt eigentlich das drin, was die Highlifter original drin hat. Weil das ist ja keine originale Highlifter, das ist ja eigentlich was ein Sportsman, die umgebaut wurde. Hat sich dann die Schnorchel gebaut. Ja, da drüben gibt es auch noch ein Video, seine NOS-Flasche da drüben. Nee, das ist keine NOS-Einspritzung, das ist einfach bloß der Ausgleichsbehälter für den Kühler, den er hier da oben gelegt hat. So, und ich darf die Kiste mal fahren, finde ich geil. Und wie ihr hört, ist sie verdammt laut. Oh, die ist noch kalt, ist noch kalt. Schimpft damit mir wieder, wenn ich es voll erst hebe. Achso, Outcast Cruiser, der filmt mich auch darum. Bitte, an die Drohne. Und ich muss jetzt erstmal gucken und klarkommen mit der Karre. Was ich immer geil finde, aber eben, wie gesagt, ist die Geschmackssache, ist die Servolenkung. Die geht butterweich. Der hat auch von J-Parts hier den Pitman eingebaut. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie man den einbaut. Das solltet ihr euch oben angucken, wenn ihr dolles Lenkspiel habt. Der liegt an dem Pitman. Aber jetzt machen wir, jetzt hören wir mal auf mit der ganzen Werbung. Jetzt wollen wir mal ein bisschen fahren. Was mir sofort spontan auffällt, ist, ich bin zu klein für diesen Schnorchel. Weil der ragt ja eigentlich direkt in mein Sichtfeld drin. Ja, gut. Fahrwerk ist ziemlich straff. Liegt wahrscheinlich auch an den Reifen. Tacho ist noch die alte verbaut. Ist eigentlich derselbe wie bei der Scrambler alles. Da blinkt auch die Uhrzeit. Müsst ihr einfach mal die Uhrzeit einstellen. Ja, 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 ja. Alter Schwede, das geht schon ab, das Ding. 40 Klamotten und das wackelt halt da vorne. Okay,
geschüttelt, nicht gerührt. Ja? Wie gesagt, ihr kennt ja die Strecke hier, meine Teststrecke, wo ich immer mit die Quatsch langfahre. Mit dieser Kiste werde ich aber nicht auf der Straße fahren, weil wir haben jetzt keine Kennzeichen dran. Gibt bloß Ärger, wenn ich jetzt auf die Straße fahre. Aber im Verhältnis zu meiner Karre finde ich, ich sitze hier wesentlich höher. Jo, die hat ja jetzt vorne noch ein 2 Zoll Highlifter-Kit eingebaut. Zeige euch gleich noch. Aber so vom Handling her ist es ein bisschen anders als meiner. Aber ich finde das Fahrwerk schön straff. So, ich will es euch erstmal zeigen kurz, was er hier geändert hat. Wie gesagt, er hat erstmal den Kühler nach oben gelegt. Schläuche einfach bloß mit Winkel da zusammengebaut, nach oben gelegt. Finde ich cool. Er filmt uns da gerade, ja. Hat dann hier von der Highlifter die Originalreifen drauf. 29,5 Zoll, was die haben. Hat sich den Schnorchelkit selber gebaut. Seht ihr auch, wie da unten die Schnorchel hochgehen. Und dann die Teile hier oben hat er sich selbst gedruckt. Da hat er sich wahrscheinlich ein bisschen von mir inspirieren lassen. Vielleicht ein bisschen, nur ein bisschen. Hat Bitlock-Felgen drauf, geschraubt. Das finde ich auch klasse, weil wenn irgendwann mal eine Pappe mit dem Reifen ist, schraubst du den Ring ab, kannst du den Reifen runternehmen. Ist wirklich toll gemacht. Sein selbstgebauter Endschalldämpfer, da gibt es auch schon ein paar Videos. Ist mir persönlich zu laut. Aber im Offroad-Park ist es scheiße, ja, wie laut es ist. Hauptsache, der klingt irgendwie. Ja, muss nach Leistung klingen. Ja, dann hat er sich das Schnorchelsystem hier von der Highlifter geholt. Das läuft ja hier unten lang. Das ist das Original-Highlifter-Teil. Muss man natürlich hier aussägen und langlegen. Und hier oben sieht man seinen Eigenbau, die Variomatik-Eingang. Finde ich klasse. Cool gelöst und funktioniert. Ja, da hat er sich hier noch eine Abdeckkappe gebaut und das ist auch sein neues Logo. Ja. Das ist einfach bloß ein Aluminiumring, den er sich gebaut hat und einfach über den Original-Tankdeckel rübergestülpt hat. Wa? Gut, ich sag schon, wie oft genug war. Dann hat er sich den Bumper geholt von der Highlifter. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist einer der schönsten Bumper, die es eigentlich für das ältere Modell Sportsman gibt. Haben wir gleich die Seilwinde hier oben drin. Man muss ja nicht im Schlamm greifen. Also das finde ich auch klasse. Kühler nach oben. Wie gesagt, da hat er ein Video drüber gemacht. LED-Bar, Schnorchelsystem. Sieht Hammer aus. Und ich darf die Kiste mal fahren. Klasse. Hier vorne ist das 2 Zoll Highlifter-Sit. Damit kommt 2 Zoll höher. Hinten hat er das ausgebaut, hat er gesagt, das hat er nicht hingekriegt. Da war irgendwann mit der Antriebswellen, hat er mit dem Winkel, den muss er ausbauen, hinten ist es nicht drin. Aber ihr seht schon, er hat die A-Arme drin von der Highlifter. Oder eben ab 2017 haben die Sportsmen ja alle die gebogenen Arme drin, sind genau dieselben. Hat sich hier eine Verstärkung eingebaut im Rahmen. Seht ihr das hier? Das Teil hier, das ist eine Verstärkung, das ist auch ein Schwachpunkt bei Polaris, das werden wir auch noch bauen. Ja, schönes Baby, ja, das will ich noch ein bisschen fahren, wa? Und hoffe, dass der Fehler noch kommt. Wir machen mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder irgendwo im Gelände. Wa? Was ich noch erwähnen wollte, ist, wir haben jetzt schon ein bisschen rumgeschraubt gestern. Das blende ich jetzt mal kurz ein, in der Zeit, wo ich noch ein bisschen umherfahre. Mit seinen Kerzen, das war auch lustig. Und er kommt jetzt mal schnell, wa? Gut. Sage mal, Dennis, wie viele Kilometer hast du mit dem Bock runter? 2763 Kilometer gelaufen. Und wie oft hast du die Zündkerzen getauscht? Gar nicht. Noch nicht einmal? Noch nicht einmal. Hast du eigentlich schon mal eine Durchsicht gemacht mit Öl und so was? Ja. Gut, okay. Jetzt will ich euch mal was zeigen, das finde ich nämlich geil. So was habe ich auch noch nicht erlebt. Komm mal mit der Lampe bitte, ja? Also wir kennen ja alle die Zündkerzen hier. Die haben ja hier so einen Sechskant, sagt man da eigentlich, war auf Fokus. Da setzt man dann sozusagen die Nuss an. Wir wollten jetzt gerade die Nuss ansetzen. Moment, gehen wir mal hier beiseite. Und leuchte mal, gib mal her. Und ich zeige euch mal, wie hier die Zündkerze aussieht. Hoffentlich schafft der Fokus. Ja, 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 ja. Seht ihr da irgendwo den Sechskopf? Nö. Alles voll mit Schlamm und Dreck. Beide Seiten. Und der wundert sich, warum die Kiste nicht richtig läuft. Hm? Gut, wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir den Schlamm da unten rauskriegen, damit wir die Nuss mal ansetzen können. Und ja, Fokus funktioniert nicht wirklich, aber naja, gut. Ist so irgendwie? Nee, kannst vergessen. Gut, ich hab's versucht, euch zu zeigen. Ja, jetzt. Da, seht ihr?
Man sieht nichts mehr. Das ist alles eingegossen. Hat er gut gemeint, wa? Das ist auf jeden Fall eingegossen wasserdicht. Das ist auf jeden Fall wasserdicht. Kann kein Wasser in den Zylinder auf jeden Fall, oder? Ist das nicht ein geiles Wetter? Das ist ein geiles Wetter. Wisst ihr, was aber schlimm ist? Dass dieser verdammte Fehler nicht kommt. Ich fahre jetzt schon geschlagen 20 Minuten mit dem Quad umher und der macht die Fehler, den Fehler nicht. Und wenn er den Fehler nicht macht, können wir auch nicht gucken, was kaputt ist. Die läuft immer noch bombig. Aber ich muss immer am Schnorchel vorbeigucken. Wenn ich Gas gebe, geht die vorne so hoch, dass ich nicht mehr sehe. Na gut, man könnte jetzt auch stehen fahren, wa? Das geht natürlich hoch. Ei, die macht schon Laune, die Reifen sind heftig, die sind richtig heftig. Die sind noch mal einen Zacken schärfer als meiner. Aber ich finde eben von der Drehzahl her ist ein bisschen doller hochtourig. Aber das kann man ja in den, mit dem Dayton Clutch Kit kann man sich das ja einstellen, wie man es möchte. Er hat es eben so gemacht, dass er jetzt wirklich in Schlamm und so was Gas gibt und gleich den optimalen Drehmoment hat und dann auch rauskommt. Also direkt für Schlammfahrt. Das, was ich jetzt hier mache, rumfahren, dafür hat er es eigentlich gar nicht gebaut. Gut. Da gucken wir mal, ob wir noch irgendwas Schönes finden hier und ob der Fehler noch kommt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es mir in den Finger juckt jetzt? Ja? Ich habe Dennis seine Karre geschnorchelt und habe hier so eine Pfütze. Mal sehen, ob ich ihn überzeugt kriege, ob er hier nochmal durchfährt. Das wird vielleicht in dem Video noch kommen. Und wenn nicht, hat er hier gekniffen. Wa? Also ich mach's nicht, ist nicht meine Karre. Okay. So, jetzt bin ich gefühlte 3 Stunden unterwegs und die macht und macht die Fehlermeldung nicht. Also entweder haben wir ein Problem mit irgendwelcher Feuchtigkeit, dass da irgendwas rumzickt denn an der Elektronik. Wir haben aber schon komplett mit dem Schlauch alt geflutet und da kommt nicht der Fehler. Vielleicht haben wir das aber schon behoben jetzt hier mit den Zündkabeln. Weil die auch nicht ganz astrein waren, die Zündkerzen. Ich werde jetzt mal abbrechen und zeige es euch nochmal von außen ringsherum. Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie noch finden. Also ich werde euch in dem Video zeigen, ob wir den Fehler noch finden oder nicht. Aber momentan sieht es so aus, als wenn er sagt, nee, ich will nicht kommen. Mal gucken. Aber abgehen tut sie schon. Aber wir sagen, mir ist jetzt persönlich zu laut. Und jetzt weiß ich auch, warum Dennis immer ein Stehen fährt. Weil das einfach eine Pfütze. Oh, eine Pfütze. Weil man einfach mehr sieht. Ja, das ist so. Klasse Teil. Gebt mal in die Kommentare, ob ihr den Umbau hier geil findet oder sagt, oh nee, ist alles übertrieben. Ich finde es persönlich geil. No. Gut, weiter geht's. Ich finde das Ding geil. Jetzt weiß ich auch, warum du immer in Stehen fährst. Das mir mal. Weil du sonst durch den Schnorchel ja nicht alles filmen kannst. Aber ich finde vom Fahrwerk her kommt es mir irgendwie straffer vor als meine. Der liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an den Reifen. An den sehr harten Reifen, wo ich da auch gestern noch ein Bar drauf getan habe, damit die nicht runterspringen. Aber du merkst auch keinen Unterschied zwischen. Nee. Ob, oder nicht. Ja. Also dann macht man sich mit einer Arbeit. Wo hast du denn den Schalthebel her? Also den Flachring habe ich vom Polen vom Markt. Also der Ring selber ist hier aus dem Polenmarkt und du hast eben die Halterung hier unten. Ich habe bloß eine Gestänge, was ich ein bisschen umgefeilt habe und mit dem Dreh die Aufnahmen gemacht und dann das so drüber passt da. Mhm. Das ist der Originalgriff von Highlifter? Nee, das ist auch eine Eigenkonstruktion. Das ist ein Drahtseil mit einem Luftschlauch drüber gestülpt. Mhm. Und dann ist da drüber ein Schrumpfschlauch, der eigentlich speziell für diese Rennbikes, hier Rennfahrräder, für Lenker, für diese
Dafür ist er also ein Lenker. Also die Riffel, was wir hier sehen, ist eigentlich der Schrumpfschlauch, meinst du? Das ist eigentlich der Schrumpfschlauch, also das komplette Schwarze ist der Schrumpfschlauch. Darunter ist ein ganz normaler Luftschlauch hier. Aber der Schrumpfschlauch, hier ist ja noch so eine... Das ist so da drauf. Achso, das ist so auf den Schrumpfschlauch. Achso, gut, okay. So alles komplett. Mhm. Und dann eben diese Klammern da, die haben 5 Euro gekostet. Ich wollte nicht den von Ken M dran haben, weil diesen flachen. Original ist ja auch... Hast du was gegen Ken M? Was, der Ding noch? Ja, klar. Ich schneide die wichtigen Sachen schneide ich raus. Da wollte ich den da nicht so haben, das wollte ich hier richtig. Dass es rund ist halt, ne? Ja. Weil das ist bei der Halift auch. Und hier die ganz normalen Klammern dafür 5 Euro Lenkerschellen, wie die heißen. Mhm. Ja. Dann habe ich erwähnt, dass du deine 2 Zoll Liftkit vorne drin hast. Hinten musstest du es ausbauen, weil die nicht gepasst hat mit den Antrieben irgendwie. Den Dämon, Powersports, Dingsbums, da hat es komische Geräusche gemacht. Da bin ich jetzt noch am Testen lassen. Kann sein, dass diese Teil so die, weil ja die Reifen ja dichter kommen, dass es ein bisschen zu kurz ist, dass die nicht in dem Spiel drin sind. Ach so, ja. Weil die wird ja umso höher du hier legst, umso weiter gehen sie zusammen. Dass es dadurch vielleicht zu Geräuschen kam. Aber die Geräusche waren danach immer noch da, nicht mehr so doll, aber noch da. Kann aber auch sein, dass das Original ist, weil es war halt bei den originalen Achsen nicht und hatte mir Sorgen gemacht. Und wie gesagt, du hast ja die Arme auch später eingebaut, die waren ja nicht original drin. Das ist der original die Highlifter-Arme, was jetzt die 2017-18er Modelle eigentlich schon serienmäßig drin haben. Beim 2020 Modell weiß ich jetzt nicht, ob da auch so was drin ist, aber da ist die ganze Aufhängung ja anders. Und du hattest auch dasselbe Problem, was wir hatten bei der Scrambler, die Bremssattel, wa? Mit der Leitung. Genau, ich musste dich umdrehen, dass das hier eben passt, weil normalerweise sitzt der ja auf der Seite. Ist natürlich ein bisschen blöde mit deinen Lüften, jedes Mal das Quad auf Kopf zu drehen, aber naja, gut, okay. War jetzt ein Witz, ja. Ja, gut. Mach ich eigentlich sowieso nie. Warum soll ich? Wann hast du letztes Mal Bremsflüssigkeit getauscht? Als ich die getauscht hatte hier vor 2 Jahren oder so. Aber du fährst ja eh nicht viel Straße. Nee. Und da kriegst du eh nicht die Temperaturen, dass da irgendein Siedepunkt mit Wasser entsteht. Nee, aber du bist ja schön heiß gefahren hier. Ich bin eine richtig schöne Tour gefahren, ja. Weil die heiß gefahren. Was ist da heiß? Da hinten? Der Bremssattel ist heiß. Ist der feste oder was? Ach, deswegen siehst du nicht so. Oh, das kann gut sein. Und ich habe nämlich erst vor kurzem diese Bremsklötze hinten gewechselt und die sind an den Neusen richtig knirscht drauf. Also da ist es schon schwer mit Handschuhen. Okay. Die dick sind, aber das schleift sich ja schnell runter. Ja. Na gut, lange Touren auf der Straße ist natürlich dann Gift, weil dann fangen sie irgendwann an zu glühen. Ja. Und du hast ja um den Auspuff jetzt noch Auspuffband rum. Ja. Warum? Damit als Hitzeschutz, damit nichts mit dem Plastik so passiert und weil man das. Also ich habe ja schon ganz schlechte Erfahrungen mit dem Auspuffband hier gemacht, aber deine Anlage ist ja eben selbst gebaut und stärkeres Material. Stärkeres Material und dann habe ich ja nicht den Widerstand von diesem Endschalldämpfer, der ja, ich habe ja keinen Rückstau bei mir. Nee, das hört man. In eins raus. Ja. Und dadurch habe ich nicht so viel Hitze. Ist ja schon laut. Deswegen habe ich den ja extra gebaut. Nicht damit er laut ist, sondern damit ich diesen Hitzestau loswerde, damit ich mir nicht immer so verbrenne und die Plastik eben auch länger glatt bleibt und keine Beulen schrieben. Wir haben auch noch was zusätzlich gemacht. Wir haben hier dieses Teil abgebaut und haben da nochmal Hitzeschutz dran gemacht. Und das ist jetzt nur noch handwarm. Jetzt verbrennt man sich da nicht mehr. Das zeige ich euch auch noch eine Szene. Habe ich eigentlich auf dem Handy gehabt. Muss ich mal gucken, ob ich die finde. Blende ich jetzt mal ein. Was machst du denn da jetzt, Dennis? Ich schneide jetzt hier die Hitzeschutzdämmung zu. Okay. Weil ich die noch über habe, wa? Grüße gehen raus an Sven. Und ich habe bei der Probefahrt von seiner Karre da habe ich heiße Beine bekommen. Und zwar auf der rechten Seite, also da drüben. Von euch aus jetzt natürlich links. Und da gedacht, ich habe noch Hitzeschutz da. Da machen wir jetzt mal Hitzeschutz dran an seiner Verkleidung. Ihr hattet schon welche dran gehabt, die zeige ich euch mal kurz. Das war sein Hitzeschutz. Guck mal hier. Das war jetzt sein Hitzeschutz. Das kann natürlich nicht so funktionieren, wa? Nee, mal ganz ehrlich. Die war viel dünner. Der Ansatz war gut, die Ausführung war scheiße. Und mit dem dicken Zeug geht es besser. Und dann hast du ja den Original Frontbumper von der
Seillifter dran, wa? Das ist der Originale, oder? Richtig. Das ist der Originale. Von mit der Seilwinde, das ist alles Original hier eigentlich von der Heile. Aber jetzt nicht die von der Heilifter, ja, den 3000. Du hast bloß 2500. 2500 ist dieselbe, die ich auch drin habe. Genau, das Original, die hier verbaut wird. Ja, ja. Musstest du da großartig was verändern jetzt von diesem Modell? Da ist doch eigentlich ein anderer Rahmen drunter, oder? Genau, der Hilfsrahmen, der hier drunter ist, normalerweise ist so ein Alu-Steckrahmen. Der musste komplett getauscht werden in einen massiven Stahl halt, in ein Teil. Weil der andere, hast du den angefertigt oder hast du den? Den habe ich auch dazu gekauft. Also ich habe sehr viel dazu gekauft. Also das ist auch original bei der Heilifter dann auch? Originale Heilifterrahmen. Das zeige ich euch mal an meiner. Weil ich habe es ja noch halb offen. Bei den 2017er Modellen ist hier alles jetzt richtig mit Rohre gemacht. Und bei den Vorgängermodellen ist hier alles noch so wie bei der Scramner, da habe ich oben ein paar Videos gemacht, da ist alles so ein Alu-Stecksystem, was natürlich die Last von der Seilwinde nicht ab kann. Und das ist ja hier alles massiver. Ich habe ja hier noch zusätzlich noch die Aufnahmen für irgendwelche Anbauteile. Das ist ja eigentlich integriert hier. Bei mir kommt der Kühler ja auch noch nach oben. Da kommt dann auch nochmal irgendwann ein Video. Aber eben, das ist der sozusagen der Hilfsrahmen, den er sich da ausgetauscht hat. So, dann hat er noch zusätzlich die Verstärkung da unten, seht ihr die, da Antrieb, Vorderachse, Diff, ich versuche mal ranzublenden, das was da blau leuchtet unterm Arm, das Cover, das ist ja nicht das von G-Parts, sondern ist von? Das ist von, wie ist es nicht mehr? Custom Motor Quad. Und das hat gekostet? Knapp 45, 50 Euro. Okay, das sind einfach mal 100 Euro Billiger, mindestens 100 Euro Billiger. Ja gut, aber es kam eben halt noch Versand, weil das aus Kanada kam. Achso. War noch 15 Euro Versand, also 75. Okay. War eigentlich auch der Grund, warum ich das... Aber immer noch 100 Euro Billiger. Immer noch 100 Euro billiger. Und das funktioniert? Funktioniert. Und seitdem keinerlei Probleme. Du hast hier jetzt auch die Original Outlaw Reifen drauf von der Heilifter? Genau. Und hast jetzt was für Felgen? Das sind ja Bitlock-Felgen. Was sind das genau? Bitlock-Felgen, das sind die HD-Bitlock-Felgen, die es jetzt nicht mehr gibt. Die gibt es nicht mehr? Die gibt es nicht mehr. Deswegen musste ich eine schon schweißen, weil ich ein Loch drin hatte. Bin auch recht zufrieden, außer einen Reifen kriege ich nicht richtig dicht mit dem äußeren Ring. Hm. Da gibt es eine Wunderwaffe. Silikon. Hat Buggy jetzt mal ein Video gemacht. Nee, der hat aber seine Reifen komplett hier leer gemacht und hat dann hier Silikon drin gedrückt. Und dann aufgepumpt wieder. Ich weiß ja nicht, wo es bei dir rauszischt, ob es jetzt an der Übernahme oder hier außen rauszischt. Okay. Dann hast du ja hier so eine Griffe gebaut. Die sehr, sehr praktisch sind. Ja. Also wenn du hinten als zweiter Mann drauf sitzt, kannst du richtig, falls der vorne auf einmal aufsteht, sitzt der hier wirklich und hast auch richtig Halt. Musst du mal so, und wenn der Vordermann auf einmal aufsteht, weil... Aber ich mache gerne so, aber nur wenn Frauen vor mir sitzen. Gut, anderes Thema, kann ich wieder rausschneiden. Mir ist sehr praktisch. Wie gesagt, ich habe die Griffe ja original dran bei mir, aber nicht so, sondern ein bisschen anders. Blende ich vielleicht, wenn ich ein Foto finde, mal ein, wie es bei mir aussieht. Das haben sie nämlich auch bestimmt von dir abgekupfert. Wahrscheinlich. Das ist von, ja. Der Bumper hinten ist auch original Heilifter? Original. Da habe ich mal versucht einzubauen, aber im Endeffekt sieht das dann auch alles wieder, würde, hätte so ausgesehen. Und ja, nee, das kostet auch nicht viel, 100 Euro. 100 Euro geht, ja. 120 Euro. Also mein Bumper, der Original für der 2017er, das kostet einfach mal 280 Euro oder sowas. Für ein bisschen, gut, aber der sieht okay aus, weil er noch so schön geschwungen ist. Aber ist mir zu teuer. Gut, der Spiegel hier sieht natürlich lustig aus. Ja, das ist der Spiegel. Den musste ich dran machen, halt für den TÜV. Man muss ja einen Spiegel dran haben. So eine Scheiße, dass man sowas dran haben muss, wa? Wirklich halt nicht. Ne? Das ist halt, also eigentlich nur ein TÜV-Spiegel. Eigentlich nur ein TÜV-Spiegel, da dreht man den dann hoch und dann kannst du den halt. Also kannst du auch mal gucken, ob du dreckig bist, wa? Ja. Bist. Aber wie gesagt, du nutzt den nicht in der unauffälligsten, weil das ein TÜV stört er nicht, ne? Ist okay. Da und wozu sind jetzt diese Metallplatten drauf? Die sind da drauf, weil. Vorher hatte ich ja das Schnorchelsystem hier durch und jetzt sind von unten natürlich Löcher drin. Ah. Vorher waren hier auch diese Bleche, aber... So wie die meisten das eigentlich machen mit ihren alten Sportsmen, rechts und links die Schnorchel hoch. Genau, weil das der einfachste Weg ist. Ja, aber ist völlig bekloppt, weil wenn du umkippst oder in den Graben reinkommst, läuft dir da das Wasser gleich rein. Oder wenn man jetzt im Wassergraben halt schräg steht, dann ja. Ist immer... Das Phänomen habe ich ja mit meinen Schnorchel, die an der Seite waren, auch gehabt.
Ich hoffe, dass das Video irgendwann noch online kommt von Basti, aber na gut. Dann hast du ja auch nicht mehr die Original-Scheinwerfer drin, du hast ja LED drin. Ich habe LED, die günstigen Alibaba Express. AliExpress, teuer. 110 Euro, 150. Die haben ja kein Prüfzeichen drauf, aber du hast schon ein paar Mal TÜV gemacht. Und ja. Schon einmal auf jeden Fall. Ja, die haben gleich eingebaute LED, also ich finde die Scheinwerfer geil. Vorteil, dass die eben wirklich wasserdicht sind, weil die komplett eingeholzt sind. Da kommt dann bloß ein Kabel raus. Ich weiß nicht, ob ich das einfangen kann hier. Ich versuche mal einen Link in der Videobeschreibung zu machen von den Scheinwerfern. Vielleicht finde ich sie ja noch. Wenn nicht, dann müsst ihr selber suchen, wa? Gut. Das Kühlerkit hier ist ja original von Highlifter, ja, wa? Was kostet der Spaß? Eigentlich ist es nicht gerade billig, wa? 70 Euro hat mich ein bisschen geärgert, weil das sind ja eigentlich nur Bleche und zwei Stücke. Naja, hier Kühlerschlauch plus noch einen 90 Grad Winkel. Eigentlich gibt es die Teile so bei Hansaflex. Also 90 Grad Winkel sehen wir da unten. Ich versuche den Eingang hier. Hier ist einer. Das ist der Einlauf. Und hier drüben haben wir den Auslauf. Das wollte ich mir nämlich auch mal angucken. Das finde ich mir ganz gut. Da ist der Winkel. Das ist eigentlich bloß ein Winkel. Mehr ist es nicht. Die kann man sich im Baumarkt kaufen. Gut, das Schlauchsystem ist natürlich. Ist es jetzt ein richtiger gerader Schlauch gewesen, den du hochgelegt hast? Ein komplett gerader Schlauch, der dann eben wieder an den Kühler nimmt. Aber der muss ja noch einen Winkel drin haben, wa? Der geht ja hier unten ran und dann da. Ja, aber da ist ja schon der Winkel so original dran. Achso. Gut, wie das NOS habe ich schon erwähnt. Tippst du schon im Video, guckt euch das mal an, das finde ich cool. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das Teil hier mit einem 3D-Drucker zu drucken? Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es so einen, der macht sowas ganz professionell auf YouTube. Ja, den da verlinke ich. Gut, ich verlinke mich mal selber. Gut. Das generell so zu machen ist einfach, weil die gekauften zu teuer sind. Es gibt die ja schon, dass die ineinander steckt und halt in kleiner oder eben in sehr viel größer. Und ich wollte halt, dass das alles ein Paket ist mit den Schläuchen, dass die nicht rumbammeln und dass das nicht so nach Abwasserrohr aussieht. Das ist ja auch, ja, auch sehr viel Zeit und Mühe gekostet, dass überhaupt ist das so ist. Wie gesagt, 3D-Drucken, wenn man erstmal als Neuanfänger einsteigt, ist nicht so. Totale Welle. Ja, aber wenn du das erstmal hast und die Routine drin, das fand ich auch lustig, warum du die angebaut hast, das könntest du nochmal im Video erwähnen. Die sind ja eigentlich Ziele und haben noch zusätzlich eine Funktion. Und die würde ich jetzt gerne mal hören. Ja, das ist, damit da keine Mäuse reinklettern. Also die steht, man muss dazu sagen, sie steht bei ihm eigentlich immer unterm Dach, wa? Unterm Dach steht sie, draußen. Und du hast ja erzählt, die haben ja schon Phänomene irgendwie mit, wo denn Mäuse reingekrochen sind und sich Nest eingebaut haben. Ja, beim Anton vorne im Kühlersystem, der hatte da Besuch, also kleine Mäuse, die sich da drin gebaut. Das ist der Grund, warum er sich hier so einen Steg eingebaut hat. Ich habe noch andere konstruiert, die zeige ich euch mal. Aber ich habe mich da wirklich inspirieren lassen bei den Teilen und habe hier sowas konstruiert. Die sehen natürlich, die haben bei mir aber eine Funktion. Wenn man hier die Lamellen genau anschaut, die sind in 22 Grad abgewinkelt. Man kann also nur, so kann ich das einfangen mit der Kamera, so durchgucken, dass das Regenwasser und das Wasser, was von oben kommt, nicht hier rinlaufen läuft, sondern einfach aus den Lamellen dann raus. Und das hier einfach nur zieht. Und ich habe darauf geachtet, wegen Splitterschutz. Das ist alles weiches Material, da splittert nichts, das ist alles hochflexibel. Die habe ich jetzt für einen André gemacht und bin noch dabei, die restlichen zu drucken. Und das werdet ihr vielleicht auch mal irgendwann ein Video von Anton oder irgendwie sehen, wie die denn nachher da dran sind. Gut. Aber eins noch, wenn du von der Seite guckst, bei mir steht der leicht schräg nach hinten an meinen Regnern. Nee, aber ja, die Form habe ich mir ein bisschen inspirieren lassen, die du hier hast. Und ich habe es aber dann noch rund gemacht. Ja, weil ich brauche das eigentlich nicht, weil das machen die Lamellen ja. Und ich weiß eben nicht, wie sie ihren Schnorchel da anbauen, ob sie ihn schräg oder gerade anbauen. Deswegen habe ich lieber die Lamellen schräg gemacht. Hast natürlich den Luftdurchlass natürlich nicht so doll. Aber bei dem Querschnitt reicht das aus. Gut. It's all about humanity. About humanity. About humanity. About humanity. It's all about